So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und bei uns ist heute der Sonntag. Momentan läuft gerade der Raid Day mit den drei legendären Vögeln. Das wusstet ihr ja. 11 bis 14 Uhr. Arctos, Zapdos, Lavados an jeder Arena. 3 Stunden lang. 5 Gratispässe an der Arena. 3 Fanraid-Pässe im Shop. Die müsste ich mir theoretisch noch abholen. Habe eben nochmal den Bart abrasiert, bevor ich raus bin. Und habe gedacht, nachdem ich ein paar Vögel geradet habe, möchte ich natürlich die Giovanni-Spezialforschung abschließen. Live für euch im Video. Was heißt live? Ich möchte euch zeigen, welches Team ich benutze gegen Giovanni. Was für ein Pokémon nun wirklich rauskommt. Aber wir wissen es ja. Das Besiegen, das Fangen, gucken wie gut das ist. Mal mit den anderen vergleichen, die ich schon auf der Hand habe. Und es war ein richtig fettes Rätsel, ja. Die ganze Zeit war angekündigt, die Vögel kommen ab März. Dann hieß es, im März startet eine Spezialforschung, wo ihr dann eben Kryptoarctos bekommt. Ihr wisst ja, wie das immer läuft. Eine Rocket-Spezialforschung. Es ist egal, welche ihr macht. Es kommt nur darauf an, wann ihr die fertig macht, wann ihr die abholt. Wenn ihr die also im März fertig macht, bekommt ihr Arctos. Wenn ihr die nächste im April fertig macht, bekommt ihr Zapdos und die nächste für den Mai beinhaltet Lavados. Ab 1. März, was ist heute? Nicht der 1. März, heute ist der 28. Februar, glaube ich. Und so viele Seiten haben berichtet, heute bei dem Raid Day, bei dem Rocket Team Go Rocket Event, gibt es eine Spezialforschung mit einem neuen legendären Krypto exklusiv für heute in dieser Forschung mit dem Höhenflug. Das hat nichts mit Arctos, Zapdos, Lavados zu tun. Heute am 28. könnt ihr eine starten und bekommt ein neues legendäres Krypto-Pokémon. Jetzt haben alle gesagt, das ist Lugia. Das ist Ho-Oh. Manche haben auch gesagt, das ist doch Dialga, genau, Quatsch. Die Dialga gesagt haben, könnt ihr komplett vergessen, aber trotzdem. Die Leute haben spekuliert, ist das Ho-Oh, ist das Lugia? Zwischen den zwei wurde eigentlich am meisten hin und her gerätselt. Lugia hätte richtig gut dazu gepasst. Ho-Oh hätte auch dazu gepasst. Sodass man also diese, die man jetzt abschließt oder heute direkt abschließt, zusammen mit dem Vögel-Raid-Tag, sich ein Krypto-Lugia gönnt und morgen ab dem 1. die offizielle Krypto-Spezialforschung mit Giovanni und Arctos beginnt, wofür ihr den ganzen März Zeit habt, ja? Und dann eben Zapdos und dann eben Lavados. Jetzt ist jetzt schon Arctos drin, wir wissen es ja schon. Alle sind empört, alle sind enttäuscht. Warum Arctos? Sie verstehen es nicht. Und der Gedanke geht dahingehend weiter, wenn ihr heute Arctos abholt, beginnt trotzdem ja morgen die für März. Die einen sagen, nein, das heute ist schon die für März. Die beginnen sie halt jetzt schon am 28., ne? Beziehungsweise war die gestern Abend schon drin, am 27. Weil sie erst recht darauf gedeutet hat, dass das was extra ist. Es blickt auf jeden Fall keiner mehr durch. Niantic wieder macht, was es will, alles kreuz und quer. Und meiner Meinung nach war das wieder ein Schuss in den Ofen. Vielleicht haben sie vergessen, einfach das Neue reinzupacken. Eigentlich hätte es Lugia gegeben. Haben sie jetzt verschwitzt, ne? Trotzdem denke ich, ich habe die jetzt abgeschlossen. Am 28. und das morgen am 1. März trotzdem eine neue Forschung kommt, wo eigentlich Arctos drin ist und ihr eben den ganzen März Zeit habt und dann eben noch Zapdos und noch eben Lavados bekommen könnt und alles andere. Ich bin mal gespannt, wenn das wirklich so ist, könnte man ja im März zwar alles machen, bis man den Super Rocket Radar hat, aber dann eben nicht Giovanni bekämpfen. Denn dann würdet ihr ja noch ein Arctos bekommen, was ihr ja jetzt schon mit diesem habt. Ihr könntet also warten bis zum 1. April. Und wenn dann Zapdos drin ist, anstatt die Aprilforschung zu machen, mit der Märzforschung und dem Rocket Radar, einfach direkt Zapdos abholen. Und mit der Aprilforschung und dem Rocket Radar holt ihr nicht Zapdos ab, das habt ihr ja schon mit dem Märzradar. Ihr holt dann einfach, ihr seht, wie kompliziert das schon klingt, ihr holt dann einfach im Mai mit dem Aprilradar Lavados. So könnt ihr aber im Mai wieder einen Radar verdienen, nehmt den aber nicht für Lavados, denn den habt ihr ja schon vom April, hebt den auf. Und wer weiß, was im Juni kommt, stellt euch wirklich vor, im Juni kommt Dialga Krypto, einfach mal ganz episch gesagt.
dann könnt ihr den vom Lavados Mai nehmen, die Jalga holen und zusätzlich im Juni die Forschung anfangen und mit diesem nochmal die Jalga holen. Dann könnt ihr also so eins, was ihr haben wollt, unbedingt gleich zweimal abholen. Klingt doch auf jeden Fall heftig, klingt auf jeden Fall gut. Würde ich so machen an eurer Stelle. Vielleicht ist es aber auch alles nur ein Fehler. Vielleicht ist das wirklich das Arktos, was im März sein soll. Dann verstehe ich einfach gar nichts mehr. Dann ist es wieder mal komplett nicht nachvollziehbar von der Niantic. Wir holen uns jetzt aber erstmal den Super Rocket Radar, haben wir schon. Wir gehen jetzt erstmal zum Giovanni. Klopfen mal Giovanni. Ich zeige euch da mal mein Team. Gucken mal, wie der Kampf verläuft. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Also was für, ob es ein gutes ist, ob es ein schlechtes ist. Was wir damit machen, weiß ich immer noch nicht. So viel Gerede, so komische Folge. Gleich sehen wir uns bei Giovanni und dann wird erstmal gekämpft. So, wir sind hier angekommen bei Giovanni und wir möchten jetzt den Super Rocket Radar einwerfen, damit wir gegen ihn kämpfen können, um die Spezialforschung abzuschließen. Ich habe hier wieder ein Team drin. Das habe ich mir eben fix erstellt und wer andere Folgen bisher gesehen hat gegen Giovanni oder einfach gegen die Rocket Bosse, ich nehme theoretisch ja immer genau dasselbe Team. Meistens nehme ich Regirock vorne rein mit Zielschuss und Steinkante, weil Zielschuss unglaublich schnell einfach die Attacken voll macht. Man einfach schnell die Schilde rauslocken kann und wenn Steinkante dann doch mal durchgeht, ist das meistens auch sehr effektiv und knallt voll rein. Als zweites natürlich dann immer ein 100er Kyokre dabei mit Surfer, Kaskade, Surfer und ein Despodar, ein 100% erlöstes Despodar mit Katapult Steinkante. Das ist auch jedes Mal heftig gegen fast alles. Jetzt gegen die Vögel passt das sogar noch besser. Falls er selber ein Boden-Pokémon mit reinnimmt, passt das Kyokre und zum Schilde rauslocken eben das Regirock. Alternativ zum Schilde rauslocken könnt ihr auch gerne Lucario nehmen mit Steigerungshieb und so weiter. Ich habe sonst immer das Regirock als erstes gehabt zum Schilde rauslocken, aber es gibt ja diesen 3-Sekunden-Trick, diese 3-Sekunden-Regel. Wenn ihr den Kampf startet und wechselt auf euer Pokémon, was die Schilde rauslocken soll, dann kann der Gegner ja erstmal nichts machen. Deswegen habe ich Regirock jetzt das allererste Mal an Stelle Nummer 2 gesetzt. Das Problem, was ich gerade auch habe, ist, ich erkenne einfach gar nichts. Der ganze Bildschirm ist schwarz, hier ist was alles schwarz. Ich erkenne nichts, weil die Sonne einfach so ultra brutal ist. Wir probieren das jetzt einfach mal so, wie gesagt. Wenn der loslegt, ich wechsle direkt auf mein Regirock. Damit ich mit Regirock angreifen kann, ihr seht, er wechselt, er kann gerade nichts machen, ich nehme keinen Schaden und bis er wirklich mal angreift und Schaden machen kann, habe ich theoretisch schon mit Zielschuss den ersten Charge Move vollgeladen. Gerade wenn, der hat ja eigentlich immer Snobilikat vorne als erstes drin, das ist Typ normal, da wäre natürlich Lucario sowieso richtig genial, weil das eben Kampf gegen Normal ist, sehr effektiv, wisst ihr Bescheid. Ich möchte aber meinen Regirock einfach immer mal wieder zeigen. Regirock finde ich halt einfach komplett nützlich und genial mit Zielschuss als Quick Move. Ihr seht, ich habe das dritte Mal meine Ladeattacke voll. Seine zwei Schilde sind auch schon komplett weg. Der erste geht hier durch, macht Schaden. Wenn er jetzt einen Move machen würde, würde ich sogar einmal abwehren. Aber ich habe das vierte Mal meinen Charge-Move voll, kann eine zweite Steinkante auf das Nobilikat klatschen. Das ist tot, obwohl es kein einziges Mal angreifen konnte. Nidoking, er hat also wirklich ein Boden-Pokémon an zweiter Stelle, weshalb das Kyokre ja an sich eine gute Wahl ist. Ich möchte trotzdem jetzt mal gucken, wie weit ich hier mit dem Regirock noch komme. Vielleicht macht er seinen Move und lässt den am... Ne, leider nicht. Hätte das sein können, er verbraucht seinen Move noch an mir. Egal, ich komme jetzt mit dem Kyokre rein. Macht da ein bisschen was. Beim ersten Surfer müsste der auch tot sein, falls er zwischendurch... Guck mal, ich könnte die ganze Zeit Surfer machen. Ich mache schon gar keinen Surfer. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon zwei Surfer voll. Ich habe immer noch beide Schilder. Jetzt kommt der Vogel rein. Das ist natürlich Arktos. Zum Bedauern, keiner wollte Arktos haben, alle haben sich gefreut auf das neue krypto-legendäre Pokémon.
Jetzt wäre es in dem Falle natürlich sinnvoll, wenn ich wechseln würde auf Despotar und eben mit Stein da drauf hau. Aber ich will nicht mit zwei vollen Surfern einfach hier aus dem Kampf gehen. Das heißt, ich werde mir gemütlich hier mal den Surfer draufpacken. Ich werde noch einen Surfer draufpacken. Ich werde noch einen Surfer draufpacken. Wenn es so weitergeht, haben wir kein einziges Schild gebraucht. Und ohne Despotar und ohne alles haben wir den ganzen Kampf einfach gerockt. Na, jetzt ist es tot. Wenn Despotar reinkommt, der macht einfach einmal Katapult und das Arktos ist weg. Das Arktos ist weg. Da gibt es jetzt auch hier natürlich, die Aufgabe ist fertig. Also kämpfe gegen den Team Go Rocket Boss, also Vorstand. Besiege den Team Go Rocket Boss, Vorstand, wie auch immer. Wir können jetzt das Krypto Arktos noch fangen. Ich habe auch noch ein Glücksei drin gehabt. Gibt es noch ein paar Beleber, alles mögliche dazu. Wir gucken es uns mal an, wie viel IV das hat. 17 Bälle sind auf jeden Fall da. Dürfte, glaube ich, auch im ersten Ball drin sein. Wir nehmen trotzdem mal die goldene Beere. Curven, werfen. Schauen uns das mal an, ob das wie bei den Shiny-Legendären ist. Ich glaube, Krypto-Legendäre ist dasselbe wie Shiny-Legendäre. Die sind einfach im ersten Ball drin. Also wir hätten theoretisch auch einfach eine gelbe Beere nehmen können. Es ist wirklich so unglaublich warm. Wir bewerten das mal kurz. Haben hier 11, 14 und 11, 14 und 13. Das heißt, es würde ein 13, 15, 15 werden, wäre also ein 96er Erlöstes, aber ihr wisst ja, die Kryptos sind natürlich besser, sind natürlich stärker, am besten, man würde einen Krypto Arktos maxen, hochziehen. Wir können uns zum Vergleich auch mal die zwei anderen angucken, die ich noch habe. Wenn wir hier nämlich auf Krypto gehen, mehr anzeigen, Krypto, jetzt mal sortiert nach Nummern. Und jetzt gucken wir uns mal hier die legendären Vögel an. Dann müsste ich ja jetzt das dritte Arktos haben. Und welches Arktos jetzt das beste ist davon? Wir haben eins mit 649. Das ist ganz alt. Das hat auch richtig schlechte Werte. Wir haben das von jetzt eben gefangen und wir haben noch eins mit Wetterboost. Das hat auch eigentlich relativ gute Werte, aber das dürfte hier das beste sein. Drei Krypto Arktos. Warum nicht? Nächsten Monat gäbe es dann Zapdos. Da kann man sich ein drittes Zapdos holen. Und dann kommt Lavados. Ein Lavados habe ich leider erlöst. Zu einem 100er. Mich hat das früher mit dem Krypto-Bonus noch nicht so interessiert. Lavados könnte ich mir theoretisch ein zweites holen. Oder ich weiß immer noch nicht, wie man das jetzt macht mit dem Radar. Wie das ist mit dem Super Rocket Radar, mit der Forschung. Klappt das jetzt so, klappt das nicht so? Gucken wir uns an. Und ein was möchte ich euch noch zeigen. Denn auf dem Weg dahin, es ist ja heute auch der Raid Day, das heißt, es gab die Aufgabe bei den Kapiteln, fange 10 Flug-Pokémon. Und dann habe ich gedacht, wenn ich 10 Flug-Pokémon fangen soll, mache ich einfach 10 Raids. Wollte bevorzugt auf Zapdos gehen, weil ich noch ein 100er Zapdos wollte, habe einen Raid gemacht, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im 9. Raid, obwohl ich einfach nur Flug-Pokémon fangen wollte, im 9. Raid gab es plötzlich das 100% Zapdos. So habe ich mir gedacht, gut, machst du den 10. Raid dann mit Arktos. Dann habe ich gesehen, das Glücksei läuft noch. Die Aufgabe ist eigentlich fertig, aber weil das Glücksei noch läuft, machst du halt den Rest jetzt Arktos, solange das Glücksei an ist. Vielleicht gibt es auch noch einen 100er. Gab es noch einen Shiny hinterher? Das haben wir einmal hier, noch ein Shiny Arktos. Und dann habe ich mit Kolidita fix getauscht, habe jetzt auch ein Shiny Habitak auf der Hand. Sehr schön. Danke an Kolidita. Kolidita, ich check das immer noch nicht. Grüße gehen raus. So sieht's also von hier aus. Und ja, habt ihr auch das Arktos fertig gemacht im ersten Tag? Was denkt ihr? Kommt morgen. Morgen soll ja der 1. März sein. Im 1. März sollte ja eigentlich die Forschung kommen für Arktos. Kommt morgen. Eine neue Forschung, die für den ganzen März gilt. Oder war das doch die jetzt schon? Es ist ein Rätsel, wir wissen nicht, was mit Niantic abgeht. Keine Ahnung. Alle haben auf Lugia, auf Ho-Oh gehofft. Jetzt ist Arktos heute da.
Vielleicht, wie Sie Seiten beschreiben, könnt ihr das heute machen und habt dann den ganzen März aber für ein weiteres Arktos Zeit. Und wenn ihr diesen Rocket Radar immer wieder mit in den Folgemonat nehmt, könnt ihr immer zwei auf der Hand haben, einen für den Monat machen und einen mitnehmen, bis dann irgendwann ein Boss kommt, der richtig heftig ist. Zum Beispiel, wenn nochmal Mewtwo kommt, und dann macht ihr einfach zwei Forschungen. Also ihr löst zwei Super Rocket Radare ein für zwei Krypto. Mewtwo wäre auf jeden Fall noch sinnvoller gewesen als Arktos. Das packe ich jetzt hier weg. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.